Hallo, meine Ex-Freundin hat mich auf Körperverletzungen und 2 Amliger Vergewaltigungen angezeigt. Meine Ex-Freundin, wie ich ja jetzt sagen muss, hat mich der Körperverletzung und der 2-maligen Vergewaltigung angezeigt. Sie hat mich zu sich eingeladen, ich bin zu ihr hingefahren in der Aussicht auf einen schönen Abend. Wir haben miteinander geschlafen, sie hat mir anschließend gesagt, dass Ben ihrem Urlaubsflirt doch mehr dran, als sie bisher zugegeben hat. Der Flirt war schon häufiger Thema. Es kam deswegen am besagten Abend zur Diskussion und auch Streit zu dem Thema Urlaubsflirt. Wir sind dann schlafen gegangen. Ich habe dann auch nochmal mit ihr geschlafen. Sie meinte, das wäre gegen ihren Willen gewesen und somit eine Vergewaltigung. Ich habe diese Aussage nicht richtig wahrgenommen. Wir haben am nächsten Morgen nochmals miteinander gehabt. Ihre Schlafzimmertür war die ganze Nacht offen. Ihre Freundin hat im Gästezimmer nebenan geschlafen. Meine Frage ist, wie kommt sie auf eine Vergewaltigung, außer aus einer Laune heraus? Wenn es wirklich so schlimm war, warum hat sie nicht um Hilfe gerufen, dass zumindest ihre Freundin hätte die Polizei gerufen? Kann sie mit der Nummer durchkommen? Ich finde das heftig. Natürlich war ich vielleicht übertrieben eifersüchtig bezüglich des Urlaubsflirtes und wollte genau wissen, was da war. Aber deswegen vergewaltige ich sie doch nicht. Wahnsinn, was meint ihr? Platz der YouTube-Trends! Juhu! Welcher ist egal, Hauptsache Platz. Wohlstand für alle! Also, das Video mit den beiden Herren, siehe Death or Juice, mit in das eigene YouTube-Video reinzuschneiden, soll keine gute Idee gewesen sein. Diplomatisch formuliert? What the fuck? Ganz im Gegenteil, PewDiePie, von dem ich selber noch nie ein Video gesehen habe und erst durch die Aufmerksamkeit, dass er seinen 50 Millionen Kanal löschen will, oder dich, LeFloid, mitbekommen habt, wer das ist, hat das einzig Richtige getan. Er zeigt, was Menschen für gerade einmal $5 zu tun bereit sind. Natürlich könnte man nun argumentieren, dass die Herren in seinem Video einfach auf die Schriftrolle geschrieben haben, was gefordert wurde, ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet. Sehen halt aus wie Menschen, die nicht unbedingt PewDiePies Sprache sprechen. Gegen diese Theorie spricht allerdings die Tatsache, dass sie die Aufgabenstellung sehr wohl zu verstehen wussten. Weihnachtliches Gehänge vom Mann. Am Stück. 500 Gramm, 2,49 Euro. Ich habe Angst um ein Gehänge. Eine Legende unter den YouTuber. 50-Euro-Münzen verpfänden. Wer kennt sie nicht, die 50-Euro-Münzen? Die schmeiße ich immer weg, weil Kleingeld... Kleingeld ist kein Geld. Context Mathers, Leute, sind einfach zu leicht getriggert. Der Bruder von Marshall Mathers ist Context Mathers. Der rappt auch. Nächste Belehrung um 18 Uhr, bitte nicht klingeln. Next Belehrung at 6 PM, please don't bell. Das letzte ist für schwangere Leute, die am Schluss ein dickes Bauch haben. PS Vita wie neu mit Minecraft. Die PS Vita hat 32 GB, ist wie neu, ein Spiel ist dabei, Minecraft, 2 Ladekabel, ein davon beschädigt. Aber geht noch, das andere ist neu, Hülle und Verpackung ist dabei. Maggi Asia Noodle Cups. Eine Bewertung von Yo am 29.12.2016. Für 79 Cent bei Penner echt super. Gibt's einen Penner 79 Cent, kriegst du Maggi Asia Noodle Cup. Dieses Haarzwirbel-Ding habe ich auch. Zwiebel? Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Musik-Nackenhörnchen mit eingebautem Lautsprecher und 3,5 mm Klingenstecker. Da können Sie Ihre 3,5 mm Klinge direkt ins Messer zur Selbstverteidigung. Falls jemand kommt und Sie haben gerade das Musik-Nackenhörnchen an, können Sie Ihre 3,5 mm Klinge sofort ziehen. Das erste Ding ist der Fake von Babyliss. Ich habe das Extra und das ist mega cool und Bobby hat es falsch gemacht. Bobby's Booty Palace. Eine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen. Stecken Sie keine Dinge in irgendwelche Öffnungen. Vor allen Dingen für die jungen Zuschauer sehr wichtig. Steckt nichts irgendwo rein. Weder bei euch noch bei anderen. Hast du wieder blond? Oh, eine Rezension von Amazon. Koch Franny von Franziska Koch.
Babykatze fast gestorben. Nicht kaufen. Die Hängematte ist mit Hacken befestigt. Unsere Kleine hat diese abgemacht und auch rumgekaut. Rutschte ab und es hin im Gaumen. Wären wir nicht dabei gewesen. Wäre sie verblutet oder durch das Aufhängen erstickt. Nicht kaufen. Hätte die Verkäufer darauf hingewiesen. Interessiert niemanden. Todesgefahr für Katzen. Wenn dir dein Lieblingsessen was bedeutet, nicht kaufen. Wenn mir mein Lieblingsessen was bedeutet. Okay. Die züchtet ihre Katzen wohl für den Braten abends. Lecker Katzenbraten. Man merkt ein Dach. Bibi gibt sich so viel Mühe. Ihre 4 Millionen sind einfach unglaublich verdient. Hallo Bibi. Das erste, was du ausprobiert hast, das ist etwas für die Haare. Ich hab das auch, aber ich wollte dir sagen, dass du das falsch gemacht hast. Du musst in der ersten Stufe die Haare damit drehen und dann gibt es noch einen Knopf, womit man die Haare einkorteln kann. Ist nicht böse gemeint, du bist mega cool, schön und ich liebe dich. Was Frauen so alles mit ihren Haaren machen, einkorteln. Okay. Thomas, das ist nicht von mir. Hurenscheiße. Wenn das Spiel weniger als 40 MB Speicherplatz benötigen würde, könnte ich vielleicht auch noch verstehen, dass das Spiel kacke ist, aber 100 MB und das Spiel, die mehr als 100 MB brauchen, erwarte ich, dass sie cool sind, aber so eine Scheiße habe ich noch nie gesehen. Also ich habe schon sehr viele Scheißen, schlechte Spiele gesehen, aber dieser Scheißdreck übertrifft alles so eine Huren-Wix-Scheiße. Daumen nach unten, Daumen nach unten, Daumen, Brofist, Brofist, Brofist. Eistüte, komische Smileys und am Ende ein paar geschlossene Schlösser. Der Thomas. Ein Google-Nutzer, mittelmäßig. Ich habe es mir zwar jetzt erst installiert, aber ich bewerte es trotzdem schon. Er wickelt im Gürtel. Ich gucke dich nicht aktiv, bin auch kein wirklicher Fan von dir. Ich finde deine Figur perfekt, sieh wie sie ist. Sie ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Mit dem Gürtel siehst du einfach nur, sorry, schrecklich aus. Wir fahren in einem ICE, gehen wir ins Bordrestaurant? Deine Zähne sahen so lustig aus. Flache Erde und Chemtrails sind keine Spinnerei. Altes Bild von mir sieht jetzt noch viel geiler aus. Ich bin ein Hardcore-Pumper und nicht wie die ganzen Fucker mit ihrem Kreatin, Anabol, Testosteron, Koffein trinkst, Aminosäuren und zum schlimmsten Anabolika, sowas nenne ich Luftpumpen. Diejenigen, die ich meine, die können sich angesprochen fühlen. Die erst großes Maul bei mir über FB hatten, wo ich noch 111 Kilo gewogen habe. Und was ist jetzt, wie ich gesagt habe, 3 Monate später pumpe ich euer Neider alle weg, ihr Fitzfiguren. Sven, Gore, Küttich, Maifeld, Kamil, Ritz, Pond, Still, Mertloch, Benner, Kalb, Kuh, Kaff, unsere Lols. Was ist denn am Ende passiert? Am Anfang, okay, ein paar Rechtschreibfehler, aber man hat noch verstanden, worum es ging. Dann so der letzte Absatz. Das ist ein bisschen seltsam. Das Haardrehding hat einen Schalter und du musst erst deine Haare einklemmen und dann drückst du den Schalter nach unten, dann, wenn es fertig getrett wurde, den Schalter runterdrücken. Okay, ich drücke den Schalter nach unten, wenn es fertig getrett wurde, nach unten. Gibt's also zweimal eine Untenstufe, ja? Name der Schule. Klasse, mein Kind isst kein Fleisch, kein Fisch. Mein Kind isst kein Fleisch. Es besteht aber aus Fleisch. Ich würde ankreuzen, mein Kind isst kein Fisch. Nicht, dass die das Kind irgendwie tagsüber im Aquarium halten im Kindergarten oder in der Schule. Schule ist ja Schule. Stell dir mal vor, die halten das Kind dann tagsüber in der Schule im Aquarium. Wenn die ankreuzen, mein Kind isst kein Fleisch, denken die, ah ja, okay, ist kein Fleisch, dann ist das Kind ein Fisch. Und dann ertrinkt das. Ich war im Urlaub das letzte Mal vor 4 Jahren circa. Ihre Fahrt jeden Monat. Ich habe eine Frage. Bist du schwanger oder ist das ein Fake-Foto? Bibi Julian, seid ihr verheiratet? Nadine schreibt. Gerade eine Doku bei YouTube gesehen, laut der sich Affen zu Menschen entwickelt haben. Dabei sieht man ja bei Menschen, dass sie schon seit der Geburt Menschen sind. Immer wieder lustig, wenn Pseudowissenschaftler versuchen, die Welt zu erklären. Wolfgang antwortet, wie meinst du das? Nadine, dass sich Affen zu Menschen entwickeln. Oder warum sieht man heute nie, wie sich ein Affe in einen Menschen verwandelt? Es ist ja nicht so wie bei Raupen, dass sie sich in Schmetterlinge verwandeln. Es gibt Menschen und es gibt Affen. Wolfgang, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin. Danke für die Erleuchtung. Liam,
Das mit den Affen geschieht heute eher andersrum. Manche werden als Mensch geboren und entwickeln sich im Laufe der Zeit den Intellekt eines Affen. Zum Beispiel die Leute, die simple Dinge wie die Evolution nicht verstehen. Nadine, nur weil etwas Fakt ist, muss noch lange nicht stimmen. Und dann hat ihr der Herbert noch geteilt, nur weil ich dir mit dem Hammer auf den Fuß hau, muss noch lange nicht wehtun. Fakt. Nur weil, man muss das mal auf der Zunge zergehen lassen, nur weil etwas Fakt ist, muss es noch lange nicht stimmen. Think about it. Mein Traum ist grad America, weil ich keinen Bock mehr auf Winter hab. Man weiß, in Amerika gibt's keinen Winter, haben die abgeschafft jetzt unter Trump. Auto gerät außer Kontrolle und tötet 2 tote Radler. Die Zombie-Apokalypse hat begonnen. Hallo Julian und Bibi, ich liebe eure Videos. Ich habe heute Geburtstag und habe von meinem Bruder Tasty Donut Bilou Schaum bekommen. Ich habe Chocolate Cupcake, ich hatte schon Fuzzy Berry. I search you, wenn du ein guter Gitarrist oder Bassist bist. I search you. Oh, wie böse, er guckt, ich krieg schon Angst. Deine Brille sieht sehr schön aus und Bibis Make-up sieht auch sehr schön aus. Ein Fahrrad, 26 Zoll, 150 Euro. Fahrrad, 26 Zoll, voll funktionattlich, vorne und hinten Disc. Voll funktionattlich. Sieht gut aus. An den netten jungen Mann, der so schön beleidigend wurde. Fahre circa 17,45 Uhr in der Friederikenstraße zwischen Sedeliusstraße Richtung Ulmenstraße. Ordnungsgemäß mit Licht und Blonkies in der richtigen Richtung. Hund am Rad mit Blickhalsband und rundum reflektierenden Streifen im Hundemantel. Kommt circa 3 bis 4 Haus, rechte Seite ein Rad, Fahrer geschossen auf die Straße. Mit voll entgegen, ohne Licht in uns reingebrettert. Gegen die Fahrtrichtung. Hab vor Schock die Leine fallen gelassen. Zum Glück, sonst wäre der Hund ihm ist Rad geschleudert worden. Dann einfach weiterfahren, drohen und beleidigen. Sei froh, dass ich den Hund beruhigen musste, der zum Glück nur einen Schock hat bisher. Sonst hätte ich mir das Rad geschnappt und dich rund gemacht. Glaub mir, Wilhelmshaven ist ein Dorf, ich bekomme dich noch zu packen, die Reparatur vom Rad wirst du zahlen. Und überlege dir schon mal gut, wie man dem Hund die Panik vor Fahrrädern wieder nimmst, die er durch dich hat. Und du kannst beten, dass sich das widerlegt und das Trauma ihn nicht beeinträchtigt. Die geht auch immer mit Schminke ins Bett, ist einfach zu hässlich. Altkamine, 40 Euro. Kamine 40 Euro, Handetaschem, jede 5 Euro, Maßkette 25 Euro, Suzamem, Alttische 40 Euro, Deko 10 Euro, Wagenpuppe 20 Euro, Chine-Anzug jede 10 Euro, Goros jede 5 Euro. Ich bin der größte Fan von euch. Einfach nur Scheiße wegen diesem Jamscare, der erschreckt jeden. Wenn ich meine Marmelade aufmache und da ist schon so ein kleiner Pelz drauf, dann kriege ich auch einen Jamscare. Ist das ein Miethaus oder ein Hotelzimmer? Ihr habt ein neues Level von Clickbait erschaffen, GG. 240 Lazy Town hat eigentlich jeder gehuckt und gefeiert. Spreng den Dislike-Puten! Warum den Puten sprengen? Geflügelgrippe oder was? Nice, die Vapons da im Hintergrund. Halt dein Maul, KS hat mehr Abonnenten als du, du Opferucke! Hashtag ScheißkuchenTV! Fickt euch, ihr seid den größten Missgeburt! Löscht eure Kanal, ihr seid den größten ScheißTV-Kuchen, könnt ihr in euren Arsch stecken. Locker seid ihr Huren so. Opfers! Amk ScheißkuchenTV! Du bist ein Hurenschon! Warum lügt ihr da? War nur Krapi und KS-Freak. Ihr wartet zu 5 oder sie. Ich war doch da. Ich hab Doki alles gesehen. Wenn jemand meinen Auftritt vor tausenden Menschen Mickey da darstellen, ich würde diese Person zu Tod schlagen. Hurenjun TV. 2 schwulen Männchen vor Kamera, so welchen Ratten. Ihr könnt mir einen blasen. Zweitens Mistschwuchtel. Ihr gehört ermordet Dreckshurensöhne. Ganz kurz. Er bietet an, dass sie ihm einen blasen können, bezeichnet die anderen aber dann als Schwuchtel. Wäre er dann nicht selber eher homosexuell? Wegen du dem Video wird sie bestimmt noch mehr gemobbt.
Der hat ein Duden-Video gemacht. Ein Duden vorgelesen oder was? Das sagst du, du Fettsack! Renault Twingo 1.2. Hier wird Verkaufer ein Twingo mit Servolenkung, alle Wettereifen, elektrischer Fenster, TÜV neu bis 7/2018. Das Twingo ist ein sehr zu fälersiges Auto, Baujahr 98. Warum schreibt der Twingo denn immer? Was soll denn das? Hallo, ich bin mit meinem Notebook im WLAN drin. Aber ich habe Hotspot an dem Handy. Internet vom Handy. Meine Frage ist jetzt, das LAN-Kabel habe ich jetzt eingesteckt in ein anderes Gerät, was kurz Internet braucht. Habe kein Internet. Wie ich das WLAN freischalte bei Windows, weiß ich. Aber nicht bei Zorin. Was? Muss ich die Gasflasche über den Winter mit nach Hause holen oder drin lassen? Wir suchen Damen- und Herrenmodelle für die Lehrabschlussprüfung. Herrenmodell bekommt bei der Lehrabschlussprüfung Rasieren und Haarschnitt inklusive Finish. Voraussetzung: Haare über die Ohren und oben ca. 5 ca. Bart 2 bis 3 Tage alt. Damenmodell bekommt bei der Lehrabschlussprüfung Haarfarbe und Haarschnitt inklusive Finish, Augenbrauen und Wimpernfärben, Augenbrauen, Zupfen, Nageldiskne. Voraussetzung: schulterlanges Haar. Es ist natürlich kostenlos. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann bitte melden. Zeit bis 15.11. mehr Infos per PN. Klingt vertrauenswürdig. Wir bitten die Post, nach richtigen Namen einzustecken. Danke. Nilkrokodil. Wussten Sie schon, Sie können bis zu 6 Meter und 730 Kilo? Verhalten. Sie zeigen eine spektakuläre Kumpelzeremonie, wo das Männchen verteidigt ein Stück Land, brüllen einem Eindringling. Wenn durch den Lärm schütteln das Männchen seinen Körper und leitet das Wasser aus seinen Nüstern. Death Roll. Bei einem Angriff auf eine Beute schnappen sie einen Teil des Körpers und rollen über und über, bis der Körper es teil zerrissen. Krass. Mann scheißt sich in die Hand. Unfall auf dem Schießplatz. Der Klassiker. Nicht aufgehärteten Stähl oder andere Hämmerschlägen, Schutzbrille trägen. Die meinen für jedes Art zu einem Ä gemacht. Ja, wird schon richtig sein. Ein paar davon werden stimmen, der Rest ist real. Meine Maus ist enoment im Umzugsstress. Wer könne ein Sofa fahren, ist ein Zweier echt lieb. Wer kann ein Sofa fahren? Hast du Räder dran gemacht oder was? Ich hab leider keinen Sofa-Führerschein, tut mir leid. Wie alt seid ihr? 37. Seit wann? Wenn meinst du? Kugel rollt durch Ammersbeck. Heute Morgen ist durch die Langenkoppel eine Kugel durch die Stressen gerollt und hat die Autos beschädigt. Fake News! Behindertes Elektromobil. 1350 Euro. Was hat es denn, das arme Elektromobil? Vanessa Albrecht schreibt in Wenn du Wilhelmshaven kennst. Danke für die Aufnahme, ich wohne in Wilhelmshaven. Da scheint wohl ein Einsehen aus Wilhelmshaven zu kommen, kann das sein? Nämlich Patty Gollenstede schreibt auch in Wenn du Wilhelmshaven kennst. Wen es hier nicht reingehört, bitte löschen. Jetzt zu meinem Anliegen. Am Donnerstagabend zwischen 20 und 21 Uhr wurde auf dem Packplatz vor der RNK-Apotheke das Auto meines Vaters anverzündet. Wer was gesehen hat, meldet euch bitte bei mir oder der Polizei in Wilhelmshaven. Ein Packplatz. In Wilhelmshaven gibt es extra so einen Platz. Zu Weihnachten ist der sehr gefüllt. War ich auch schon mal. Da packen alle ihre Geschenke ein auf dem Packplatz. Anverzündet. Thüringer Bartwurst, 2,30 Euro. Ich habe meinen gerade abgerasiert und habe mir auch eine Bartwurst daraus gemacht. Die brate ich mir nachher. Scheiß Türen raus! Justin sagt, ich habe Interesse an der Tasche mit Camouflage-Muster. Hallo Jungs, wollte mal was für eine Freundin fragen. Wann geht es losschicken mit den neuen IBANs und wie wird der Kontowechsel stattfinden? Wisst ihr schon Näheres? Ich habe nur gehört, dass das zum 15. Oktober losgehen soll und man Zeit hat bis Januar. Stimmt das? Bitte um hilfreiche Tipps. Ach, die DHL. Ihr Naber Henning hat die Sendung. Ah, das kennen wir schon. It is my life.
John Bowie heißt dieser Band. It's is my life. Gabriel gegen die Populisten. SPD-Chef will gegen Tagung der europäischen Rechen demonstrieren. Dabei ist doch gar nicht Herbst. Die Rechen haben da gar nichts zu tun. Gegen die Rechen. Kreisfinanzen. Schlecht, aber super. Ist wie dieser Kanal. Er ist scheiße, aber gut. Schwerer Unfall bei Ort. Zum Glück nur eine Frau verletzt. Boah, ein Glück, dass kein Mann verletzt wurde, ey. Anleitung. Once upon a time, es war ein lange vermisster Prinzessin und ihr Name war Sarah. Jetzt hat sie ihr neues Reich Slacktopia getroffen, um ihren treuen Untertanen zu regieren. Wird Sarah ein ergebener Prinzessin sein? Oder wird sie erwischt, ihren königlichen Pflichten auszuweichen werden? Verwenden sie ihre Maus oder Tastatur, um die Aktivitäten zu beenden. Wenn ihre Magd kommt, auf sie zu überprüfen, klicken sie auf das X, um wieder an die Arbeit. Start! Neuester Artikel. YouTube Start PewDiePie. Der ist jetzt auf der Startseite. Immer wenn du auf YouTube kommen oder DE gehst, immer PewDiePie. Das waren die 99/6. Rechtschreibfehler. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Vielen Dank für die Einsendung. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich blende hier mal wieder den Streamplan für nächste Woche ein. Denn nächste Woche wird auch gestreamt. Seid dabei auf Twitch.tv/RamboLP, wenn ihr Bock habt. Hier ist der Streamplan hinter mir wahrscheinlich irgendwo. Dann danke ich euch für die Einsendung und fürs Zusehen. Und hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und wenn ihr Bock habt, stream. Wir sehen uns in einem Livestream, in einem Let's Play, bei den Rechtschreibfehlern oder bei der Kasse. Macht's gut.